So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Stefan und die Josu ist so nett gewesen und hat mir hier ihre Smartwatch mal geliehen für den heutigen kleinen Test. Und zwar wollen wir heute den Kalorienverbrauch messen mit dem Ring hier, der 3,1 oder 3,2, ich merke es mir nicht genau, sagen wir mal 3 Kilogramm, ein bisschen über 3 Kilogramm wiegt. Und da wollen wir heute einfach mal gucken, ob wir mit dem großen Ring hier, mit dem 3 Kilo Ring, sage ich jetzt mal, den haben wir auch in der Beschreibung verlinkt, mehr Kalorien verbrauchen als mit dem klassischen Hula Hoop. Und sie hat gerade bei der Uhr hier auf Start gedrückt, weil ich gar nicht weiß, wie das alles funktioniert. Als Programm, weil da kriegt man auch oft die Frage in den Kommentaren, oder Joshua hat schon oft die Frage bekommen, welches Programm sie nimmt bei dieser Apple Watch hier, und zwar nimmt sie dort immer Sonstiges. Wir haben auch schon gehört, dass andere Uhren das schaffen, dass es dort ein spezielles Programm gibt für Hula Hoop, und wir hoffen, dass mit einem der kommenden Updates da Apple auch mal auf den Hula Hoop Trend aufspringt, sodass man das dann auch dementsprechend auswählen kann. Ja, und warum dieses Video heute zu 20 Minuten Hula Hoop Kalorienverbrauch mit dem großen Ring? Weil mit dem klassischen Ring haben wir schon ein Kalorienverbrauchsvideo gemacht. Bedeutet, da sind wir bei 20 Minuten auf 88 Kalorien gekommen. Aktiv natürlich. Und da schauen wir heute mal, ob wir mit dem großen Ring hier die 88 Kalorien in 20 Minuten toppen können oder auch nicht. So, wir werden sehen. Zuletzt gab es ja viele Videos von der Josu hier, gerade im Bereich Beauty hat sie einiges gemacht. Hula Hoop hat man da ein bisschen hinten angestellt, aber wir müssen auch ehrlicherweise an der sagen, es war jetzt natürlich die letzten Tage, Wochen auch eine schwierige Zeit für uns bei der aktuellen Nachrichtenlage, weil wir natürlich auch überlegt haben, wie gehen wir damit um, jetzt irgendwie in die Kamera lachen und ein Hula Hoop Video machen. Auch schwierig, also wir waren auch sehr betroffen. Wir haben uns auch viel darüber unterhalten, über die aktuelle Nachrichtenlage, um es mal so zu formulieren. Und das ist natürlich was, so ein Szenario, was nicht spurlos an einem vorbeigeht. Das, was da passiert, diese Ungerechtigkeiten, ja, schwieriges Thema. Und wir wollen jetzt hier nicht politisch werden, auch wenn unsere Meinung da natürlich vollkommen klar ist. Aber wir haben uns jetzt eben trotzdem dafür entschieden, auch wieder Hula Hoop Videos zu machen, wo wir gute Laune gerne einfach verbreiten wollen. Der Spaß an der Sache, die Freude am Hula Hoop. Warum? Weil das unsere Art und Weise ist, um auch bei der aktuellen Situation, ja, ich sag mal so, einen sinnvollen Beitrag zu liefern. Weil dieser Hula Hoop hier ist bunt. So, der repräsentiert Vielfalt. Allgemein denke ich, dass dieses Hula-Hoop-Thema Offenheit repräsentiert, Demokratie repräsentiert und einfach eine bunte Gesellschaft, und ich denke, Hula-Hoop ist irgendwo auch ein Zeichen von Frieden gegen den Krieg. So, und wir sind mit den Hula-Hoop-Videos gestartet und wir werden definitiv auch weitermachen, weil es die Menschen zusammenbringt. So, und es ist schwierig, es ist halt schwierig bei der aktuellen Lage irgendwie eine Rechtfertigung zu finden für die Situation. Ich denke, da gibt es keine Rechtfertigung, weil ganz klar ist, von wem die Aggression ausgeht. Und ja, also ich will das Thema jetzt nicht endlos in die Länge ziehen, weil ich denke, wir erfahren alle schon genug durch unsere zum Glück freiheitlichen Informationskanäle. Ja, wir haben unseren Beitrag geleistet, indem wir quasi auch was gespendet hat, so wie es auch was gespendet haben, so wie uns das eben möglich ist. Und einfach nur auch nochmal der Aufruf hier an der Stelle von unserer Seite: Wenn du die Möglichkeiten hast, wenn du kannst, dann einfach mal bei Google eingeben oder bei einer Suchmaschine Spendenaktion Ukraine, und dann nach den Werbeanzeigen natürlich werden dort direkt die ganz großen Seiten aufgelistet, die eingetragenen Vereine, wo man sich
im Großteil der Fälle auch immer sicher sein kann, dass wirklich jeder Cent dort ankommt, wo er ankommen soll. Ja, wer hätte sich gedacht, dass sich die Welt jetzt nochmal so verändert oder dass sowas passiert? Wir hätten es nicht gedacht. Man hat immer so das Gefühl, das ist alles ganz weit weg und dann ist es ganz plötzlich ganz nah. Und für uns natürlich hier irgendwo ein Privileg, Videos zu drehen, die Sachen dann bei YouTube hochzuladen, unsere Sachen zu machen. Einfach verrückt, wenn man sich wirklich mal reindenkt, wie es dort einigen Menschen in der Ukraine oder allen Menschen in der Ukraine gerade geht. Ja, und wir machen hier ein Video zum Kalorienverbrauch mit dem Hula Hoop. Aber es ist irgendwo auch unser Statement, unser Zeichen, was Buntes in die Welt zu setzen. Weil ich denke, wenn jetzt alles, was vielleicht so ein bisschen gute Laune ist, vielleicht der falsche Ausdruck, aber alles, was bunt ist, was friedlich ist, wenn auch das jetzt alles verschwinden würde von YouTube oder aus den Zeitungen oder von wo auch immer, dann würde man die Bühne freimachen für das, was eben nicht so farbenfroh ist. Und das wollen wir definitiv nicht. Deswegen haben wir gesagt, los jetzt auch wieder Hula Hoop Videos. Wir machen weiter wie gehabt und wie bereits angesprochen, wir haben schon im Rahmen unserer Möglichkeiten geholfen. Und ja, was will man sagen? Also man findet bei der Geschichte aktuell kein Ende, oder ich würde gerne jetzt einen Ausblick geben, irgendwas Positives noch sagen. Ich denke, das Einzige, was man aktuell sagen kann, ist, dass Frieden gut ist, stoppt den Krieg. Und wir sind viele Menschen in Deutschland, in der EU, und wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, Stichwort Spendenaufruf, Spendenaktion, dann ist schon viel geholfen. Also ich glaube, in Deutschland sind wir über 80 Millionen. Da hat natürlich noch nicht jeder das 18. Lebensjahr überschritten, aber ja, bestimmt über 60 Millionen oder so. Und wenn dort nur jeder, sagen wir mal, nur 10 Euro spenden würde, dann sind das ja schon 600 Millionen Euro, die jetzt an der Stelle ankommen würden, wo es dringend gebraucht wird. Wenn man die Bilder sieht im Fernsehen, ist ja der Wahnsinn. Also Kinder, keine Ahnung, 1, 2, 3 Tage alt, und da gibt es nichts zu essen, da gibt es keine Windeln und da fehlt es an Jacken. Wahnsinn. Also absolut krass. Aber wie anfangs erwähnt, wir wollen jetzt nicht politisch werden und das Thema noch breiter treten, aber ich dachte, an der Stelle muss ich einfach mal ein paar Worte dazu verlieren. Ja, ich habe hier jetzt den 3-Kilo-Ring. Die letzten Tage habe ich tatsächlich Hula Hoop ein Stück weit hinten angestellt. Bedeutet, da war ich nicht so sehr in der Regelmäßigkeit drin. Warum? Weil ich vermehrt Fokus gelegt habe auf das Thema Twitch bei meinem Kanal, also stefan-wirt.de. Da habe ich einiges gemacht und auch dafür einige Videos. So, und da war der Tag weg, saß immer vor dem Computer. Aber Fitness haben wir gemacht. Also hier oben in unserem privaten kleinen Fitnessstudio, wenn man es so ausdrücken will, unserer Fitness-Ecke, da haben wir fleißig Sport gemacht. Immer so im Zwei-Tages-Rhythmus. Wir haben da immer unseren Split. Bedeutet, ich mache dann immer einmal Beine, Rücken, und dann mache ich einen Tag Pause und dann mache ich Brust, Schultern. So. Aber Hula Hoop, wie gesagt, die letzten Tage, sage ich ganz offen und ehrlich, ein bisschen hinten runtergefallen. Ich hatte mal 15 Minuten gemacht oder irgendwas um den Dreh, aber ich habe mich dann wirklich schon sehr darauf gefreut, hier heute endlich mal wieder ein positives Video zu machen zum Thema Hula Hoop. Um diese wundervolle Freude, die dieses moderne Sportgerät verbreitet, auch in die Welt zu tragen. Ja, und ich merke direkt, wie dieser große Ring mit über 3 Kilo an meinem Körper arbeitet. Insbesondere, ich habe schon ganz oft gesagt, merke ich das im Rücken, in den Schultern, weil ich dazu tendiere, wenn ich den ganzen Tag am PC arbeite, am Arbeitsplatz sitze, dann zwickt es in den Schultern, zwickt es in den Rücken, und spätestens, wenn ich da 5, 6, 7 Tage keinen Hula Hoop gemacht habe, dann ja, merke ich dieses leicht Rückenschmerzen, leichte Schulterschmerzen, ganz klar ebenso Verspannung. Und dann greife ich zum Hula Hoop. Da genügen
im Regelfall 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten und das Körpergefühl ist wieder ganz ein anderes. Also dann fühle ich mich wieder richtig wohl, habe wieder so einen aufrechten Stand und das ist für mich eigentlich so ein Hauptgrund, warum ich Hula Hoop mache. Und diese Gründe für Hula Hoop sind ja auch bei jedem unterschiedlich. Viele greifen natürlich zum Hula Hoop Ring, um abzunehmen. Da haben wir natürlich auch schon Videos gemacht, findest du alles auf chozofit.de, was wir da als sinnvoll erachten, habe ich letztens auch sehr ausführlich mal drüber gesprochen. Großer Ring, der schwer ist, oder kleiner Ring, der leicht ist. Wie ist das mit dem Durchmesser? Da habe ich mich ja mal komplett ausgelassen. Wenn dich das interessiert, einfach mal auf chozofit.de gucken. Und ja, also bei mir ist es so das Thema einfach nur, ich will mich fit fühlen. Ich finde, der Hula Hoop ist so unfassbar gut für den Rücken und eben auch für die Körpermitte. Also jetzt, wenn ich im Fitnessstudio bin oder wenn ich bei uns hier trainiere, ich habe natürlich auch mal eine kleine Übung für den unteren Rücken, die ist super, aber Bauch habe ich tendenziell eigentlich schon immer ein Stück weit vernachlässigt. Das ist nicht optimal, aber entspricht meiner 80-20-Regel. Also mit 20% vom Aufwand, 80% des Ertrags. Und Bauch ist nun mal eine ganz kleine Muskelpartie und wenn ich dort eben mein Fett weghaben will, dann muss ich die großen Muskelpartien trainieren, sprich Brust, Beine, Schultern und Rücken. Und dann sieht der Bauch auch gut aus. Und da gefällt mir eben die Kombination hier mit dem Hula Hoop, also Krafttraining in Kombination mit Hula Hoop, weil ich weiß, okay, die Körpermitte, die mache ich jetzt. Und das ist einfach mega cool. Also beim Training konzentriere ich mich meistens auf vieles, aber nicht auf die Körpermitte, weil es eben nicht so eine große Muskelpartie ist. Ja, das ist das, weswegen ich mega gern zum Hula Hoop greife. Und ich merke schon wieder, wie viel Spaß mir das macht. Wenn ich auf die Uhr gucke, dann haben wir jetzt 12 Minuten geschafft. Und wir werden sehen, ob wir die 88 Kalorien mit dem klassischen Hula Hoop 20 Minuten hier mit dem großen über 3 Kilo Hula Hoop schlagen können. Also der klassische Hula Hoop bei uns ist eben genau der mit dem Schaumstoff. Machen wir auch mal in die Beschreibung rein. Der wiegt ja nur 1,2 Kilogramm. Und der jetzt hier eben über 3, Durchmesser ein bisschen größer. Und der hat natürlich noch diese krassen Noppen. Man muss natürlich sagen, mit dem großen Ring hier ist es einfacher. Die Bewegung ist einfacher. Ich stehe ein bisschen entspannter da. Aber wenn ich richtig in die Bewegung reingehe, dann merke ich natürlich, boah, wie der Reifen eben auch durch das Gewicht an meinem Körper durch die Noppen arbeitet. Es ist ja nicht nur, dass die Noppen eben einfach so, ja, physisch oder mechanisch da sind, sondern es sind so magnetische Noppen, also Magnete. Was steckt da dahinter? Das habe ich auch mal ein bisschen eingelesen. Die sollen jetzt quasi so ein Magnetfeld um den Körper herum erzeugen und das halt auch sehr, sehr gute Effekte auf den Körper haben. Das ist doch richtig cool zu wissen. Wo wir den ersten Hula Hoop mit Noppen gekauft haben, haben wir zum Beispiel nicht gewusst, dass diese Noppen magnetisch sind. Wir dachten einfach nur, okay, die arbeiten an dem Körper und dann spätestens bei dem hier haben wir dann irgendwas mit Magneten gelesen und dann sind wir der Sache mal ein bisschen auf den Grund gegangen und dieses Magnetfeld, was da eben erzeugt wird, das soll richtig gut für deinen Körper sein. Ja, letztens hatten wir auch einen Kommentar unter einem Video gehabt, den muss ich glaube ich oder wir glaube ich sogar noch beantworten, ob man Hula Hoop jetzt auch mit einer künstlichen Hüfte machen kann. Also wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, greife ich an der Stelle auf, weil ich glaube, wenn man so körperliche Beeinträchtigung hat oder so Spezialsachen wie eine künstliche Hüfte, da gibt es ja auch verschiedene Arten von Hüften, sage ich mal, oder das ist ja ein sehr spezielles Thema. Also da würde ich auf jeden Fall Rücksprache eben mit dem behandelnden Arzt halten, ob Hula Hoop dann konkret für diesen Fall gut oder schlecht ist. Da würde ich jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren und sagen, für den Fall ja, für den Fall nein. Also bei so Spezialfällen, wenn da mal irgendwas gewesen ist oder gesundheitlich eben gerade irgendwas in Bearbeitung, damit es wieder besser wird, da einfach mal Rücksprache mit dem Arzt halten. Ja, ansonsten Hula Hoop so für ziemlich jedermann geeignet. Außer natürlich, man hat jetzt irgendwas wie zum Beispiel eine künstliche Hüfte, da einfach die Rücksprache halten, wie gesagt. Aber das ist eben auch an sich ein großer Vorteil von Hula Hoop, dass jeder machen kann. Man braucht nicht viel. Also du siehst hier, ich habe hier unten eine Fitnessmatte,
würde ich immer empfehlen. Packen wir auch mal in die Beschreibung rein, weil dann rutscht man nicht. Also wir hier in der Wohnung haben Parkett. Und wenn ich jetzt hier Hula Hoop ohne die Fitnessmatte machen würde, das macht einfach keinen Sport. Also da rutsche ich wirklich komplett hin und her. Fitnessmatte bei uns absolute Pflicht beim Hula Hoop. Man hat einfach einen sicheren Stand und kann sich viel mehr auf die Bewegung aus der Körpermitte heraus konzentrieren. Ja, wenn die Fitnessmatte da ist, was braucht man noch? Logisch, Hula Hoop haben wir auch schon Videos zugemacht. Einfach mal unsere Suchfunktion auf josephfit.de nutzen. Und ich glaube, Hula Hoop für Anfänger haben wir schon ein Video gemacht und auch noch ganz viele weitere Videos für Anfänger. Kurzfassung, ich würde immer diesen klassischen 1,2 Kilogramm Ring mit Schaumstoff empfehlen. Der liegt so irgendwo in der Mitte, sage ich jetzt mal. Bewegung nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht. Und das Gewicht passt auch für ziemlich viele. Ohne jetzt dort sehr ins Detail gehen zu wollen, das ist in unseren Augen immer in den meisten Fällen die beste Wahl für Anfänger. Ja, und viel mehr braucht man gar nicht. Noch darauf achten, gerade wenn man jetzt vielleicht anfängt, dass man ein Oberteil anhat, was jetzt sehr nah am Körper anliegt. Also bei mir zum Beispiel habe ich einfach ein T-Shirt angezogen, was jetzt nicht gerade sehr weit ist, damit man sich eben wirklich auf die Hula-Hoop-Bewegung konzentrieren kann. Und ich merke gerade, wie viel Spaß mir das macht. Richtig schön. Weil wenn man jetzt so weite Sachen anhat oder vielleicht ein T-Shirt und dann noch so einen fetten Pulli drüber, dann geht natürlich viel von der Bewegung auch in den Pullover. Es verzieht sich alles und finde ich persönlich nicht so toll. Also da einfach gucken, körpernahe, eng anliegende Kleidung, Fitnessmatte, Hula Hoop. Muss natürlich gucken, dass du links und rechts ein bisschen Platz hast und dann kannst du losgehen mit dem Hula Hoop Spaß. Und wie du vielleicht merkst, am Anfang des Videos habe ich ein sehr ernstes Thema angesprochen, war noch ein bisschen bedrückt und guck mich jetzt an. So, fast 20 Minuten Hula Hoop gemacht. Ich denke, mein Gesichtsausdruck hat sich schon verändert. Man kriegt einfach gute Laune, um es mal so zu formulieren, du verstehst jetzt, wie ich es meine. Es tut dir einfach gut für deinen Gemütszustand. Hula Hoop ist für Stressabbau, es ist für deine körperliche Fitness, logisch, aber auch, dass man sich im Kopf wieder frei fühlt. Ne? Also nach 20 Minuten Hula Hoop fühle ich mich immer erleichtert. Und wenn ich jetzt mal eine Runde Hula Hoop mache, dann, wenn die Kamera eben nicht gerade läuft und ich die ganze Zeit spreche, dann kriege ich auch meistens die besten Ideen, wenn ich irgendwelche großen Fragestellungen in meinem Kopf habe, wie ich das mache oder wie ich das mache. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir den ganzen Tag berieselt werden. Wir sitzen immer vor dem Bildschirm, gerade auf Fernseher, Handy, Tablet oder Computer. Das ist ja alles toll und schön und klar, wir machen ja auch YouTube-Videos, aber man hört dann oftmals nicht so die eigenen Stimmen in sich selbst. Vielleicht verstehst du, was ich damit sagen möchte. Und wenn ich dann eben einfach mal Hula Hoop mache und ich mache gerade nichts nebenbei, guck vielleicht einfach so an die Wand, dann bin ich ja gezwungen, wie in so einer Art Meditation oder eben wie beim Spaziergang, mich einfach mal 20 Minuten mit mir selbst und den Stimmen in meinem Kopf, den verschiedenen Fragestellungen, alles was mich belastet, bedrückt oder wo ich mich vielleicht auch hinentwickeln will, dass ich mich damit einfach mal auseinandersetze. Und das ist echt gut. So. Einfach mal auf Pause drücken und 20 Minuten für dich, für deinen Körper in erster Linie klar, aber auch für deinen Geist. Also, seitdem wir Hula Hoop machen, habe ich noch nie einen negativen Punkt in Bezug auf Hula Hoop gefunden. Wenn du irgendwas kennst, schreib es gerne in die Kommentare, aber schreib auch die positiven Sachen rein. Genau, lass gerne einen Kommentar da zu deinen Erfahrungen mit Hula Hoop. Tust du immer Kalorienverbrauch messen? Welche Uhr dafür hast du? Uns würde auch interessieren, ob es oder welche Uhren eben speziell dieses Programm haben für Hula Hoop. Finde ich auch interessant, weil ich habe noch keine Smartwatch, aber dadurch, dass ich ein iPhone habe, würde ich dann wahrscheinlich auch eher zu dem Gerät hier von Apple tendieren. So, ich habe am Anfang noch die Kamera ausgerichtet, deswegen müssen wir 20 Sekunden überziehen. Das haben wir gleich geschafft und wir sind jetzt schon über 100 Kalorien. So, mit dem klassischen Hula Hoop waren es 88 gewesen in 20 Minuten. Und jetzt haben wir es auch mit dem 3 Kilo Hula Hoop geschafft. Ich zeige dir das einfach mal in die Kamera. So, und wir sind jetzt bei 116 Kalorien. So, jetzt haben wir es wirklich scharf. Also, 116 Kalorien. Oder jetzt ist er schon bei 118.
Ja, und so schnell vergehen 20 Minuten mit unserem Ring hier, der über 3 Kilo wiegt. Mir zumindest hat es mega viel Spaß gemacht, dir vielleicht auch. Merkt ihr vielleicht grundsätzlich immer, wenn wir ein Hula-Hoop-Video bringen, gern einmal auf Abonnieren klicken, dann kannst du einfach deinen Ring schnappen und dann das Tablet irgendwo hinstellen oder auf dem Fernseher die YouTube-App anmachen und dann kannst du immer direkt einfach mit uns gemeinsam mitmachen. Und hey, vielleicht hast du sogar mitgemacht, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber schreib es gern mal in die Kommentare. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da, gerne wie gesagt einmal auf Abonnieren klicken, sodass wir uns dann in einem der kommenden Videos wiedersehen. Und da bleibt mir nur zu sagen, danke, dass du hier dabei gewesen bist und lasst uns alle hoffen und alles Mögliche dafür tun, dass bald wieder Frieden auf unserer Welt ist, so weit wie das eben möglich ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir zwei uns dann in einem unserer kommenden Videos wiedersehen. Wie gesagt, danke, dass du dabei gewesen bist. Und jetzt bis zum nächsten Video. Dein Stefan. Ciao.